Oh hey, du bist aber auch überall. Weißt du, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Sonic. Ich kenne dich. Dein Alter, biometrische Daten, Schwächen. Du liebst Geschwindigkeit, bist ungestüm und impulsiv. Oh, du bist also ein Fan. Aber ich weiß überhaupt nichts über dich, Madame. Ich teile keine persönlichen Daten mit dem Feind. Warum sind wir Feinde? Komisches Mädchen. Aber sie kommt mir gar nicht so böse vor.
Thank you.
Diese Ruinen sind fast wie ein Puzzle. Ja, oder? Die meiste Zeit habe ich keine Ahnung, was ich mache. Ich folge nur meinem Instinkt. Die Energie, die sie versorgt, ist mit dem Cyberspace verknüpft. Ja? Und du hast die Energie aufgenommen, als du mich befreit hast. Vielleicht hat es damit zu tun. Vielleicht waren sie ja so miteinander verbunden. Anstatt zu sprechen, teilten sie ihre Gedanken und Gefühle direkt. Vielleicht. Ich weiß nur, dass die Karte in meinem Kopf aktualisiert wird. Und das bringt mich deiner Rettung Schritt für Schritt näher. Thank you.
Du schon wieder? Füge dich. Dein leichtsinniges Handeln gefährdet die Welt. Hey, erklär mal, was an meine Freunde retten schlecht sein soll. Du bist ein unerwünschter Gegner. Ich werde keine Daten mit dir teilen. Das ist dein Problem. Sonic würde nie jemanden gefährden. Er will sogar diesem Coco helfen, seine große Liebe wiederzufinden. Liebe. Ein viel zu vager und mannigfaltiger emotionaler Status. Oh, euch beiden Ignoranten ist nicht zu helfen. Wer, was war das Mädchen? Aus einer Nervensäge? Keine Ahnung. Thank you.
aus wie Häuser? Wer hat da wohl mal gewohnt?
Hey, meinst du nicht, der Titan war ein bisschen übertrieben? Du bist ein Feind, der vernichtet werden muss. Du bist seiner Macht nicht gewachsen. Mag sein, aber ich wette, als Supersonic würde ich damit fertig werden. Ich brauche nur die Chaos Emeralds. Unwahrscheinlich. Jedes Szenario nimmt dasselbe Ende. Außerdem trägt er bei sich, was du suchst. Du hast den Kampf verloren, ehe er überhaupt begonnen hat. Thank you.
Es gibt etwas, das mich an diesen Ruinen stört. Wir sind doch nur gekommen, weil Tails bemerkt hat, dass es die Chaos Emeralds hierher zieht, richtig? Und jetzt sind hier digitale Schlüssel und spezielle Türme, die dafür gemacht scheinen, die Emeralds zu verwahren. Als hätte man das Zeug extra für sie gebaut. Haben die Ahnen die Chaos Emeralds in der Vergangenheit benutzt? Andere Zivilisationen haben das gemacht. Ja, aber sie wollten sie nutzen. Hier dagegen scheint sich alles um Eindämmung zu drehen. Wussten sie mehr über die Macht der Emeralds als wir? Trotz all unserer Erfahrungen mit den Chaos Emeralds sind sie immer noch ein Mysterium. Stimmt was nicht? Es sagt, seine Liebe war auf der anderen Seite des Feldes. Aber das ist das Feld. Nach Landwirtschaft sieht es aber nicht gerade aus. Vielleicht solltest du deine neue Technik anwenden und den Wildwuchs hier beseitigen.